Es sind verwirrende Zeiten, unübersichtlich. Es ist viel sinnlos geworden in den letzten Jahren. Und Menschen haben so zwei Weisen, wie sie darauf reagieren. Ja, also wenn der öffentliche politische Sinn verloren geht, zieht man sich ins Privatleben zurück und entweder die Leute fangen an Verschwörungstheorien zu glauben oder sie heiraten. Das sind die zwei Optionen, die es gibt. Ja, sehr ähnlich beides. Nein, Quatsch. Nicht falsch verstehen, Leute, ich bin großer Fan der Ehe, ist meine liebste Form der Sondierungsgespräche, finde ich hammergeil. Ich bin gerne auf Hochzeiten, ich bin nah am Wasser gebaut, ich liebe Schrimps, richtig geil. Ich bin da gerne, ich finde das hammergeil. Mir ist es nur so ein bisschen zu eindeutig alles, weil Leute sagen immer, man muss sich zu 100% sicher sein, dass man die Person bis zum Ende seines Lebens lieben wird. Und ich denke mir immer, das ist Quatsch. 60% reichen vollkommen aus. So, es reicht so ein vages Gefühl. Ich bin deswegen ja auch für mehr Antwortoptionen als Ja oder Nein am Altar, ehrlich gesagt. Ja, warum gibt es nicht mal so ein schönes... oder so ein schönes... Ja? Schon? Aber ich sag mal so. Wenn die Braut in 2,5 Jahren immer noch die beschissene Eigenschaft haben sollte, die Klopapierrolle mit der offenen Seite zur Wand hinzuhängen, dann kriege ich einen Flipper. Ja. Ich war letztens auch auf einer kirchlichen Trauung. Ich habe immer das Gefühl, wenn Gott im Spiel ist, wird es noch so eine Ecke Stranger. Weil der Priester, Pfarrer, keine Ahnung, welcher Club welches Pokémon hat, stand halt da vorne. Bin mir immer böse genommen. Beim Solo ist letztens jemand in Erfurt gegangen, meinte, sie lästern Gott. Und da habe ich gesagt, das ist gar nicht schlimm, den gibt's nicht. So, und naja, jedenfalls der Priester Pikachu stand da vorne und sagte halt so diesen geilen Satz, wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und ich weiß, ich bin ein Arschloch, aber ich habe mir in dem Moment nichts sehnlicher gewünscht, als dass sich in der letzten Reihe jemand meldet. So ganz vorsichtig, so Entschuldigung, eine Anmerkung hätte ich. Ja, also eine Kritik. Ich war letztens mit dem Brautpaar auf einer Party, Frank und Katrin nochmal herzlichen Glückwunsch. Der Frank hat zu Katrin gesagt, Schatz, wir gehen. Die Katrin wollte gar nicht gehen, ist trotzdem mitgegangen und da muss ich ehrlich sagen, ich fühl's nicht. Fände ich Hammer. Also, diese Storyline ist abgeschlossen. Wir kommen jetzt zu dem anderen Storyline, den Leute ergreifen, wenn die Welt sie überfordert zu Verschwörungstheorien. Ich liebe dieses Thema und es geht los. Das Wichtigste vorweg. Verschwörungstheorien sind gefährlich und schlecht, klar. Aber es gibt auch Verschwörungstheorien, von denen ich höre und denke, oh mein Gott, bitte, lass es wahr sein. Einige Beispiele. Es gibt eine kleine Gruppe in Amerika, die davon überzeugt sind, dass der Grand Canyon aus Pappe ist. Und ich frage mich da halt, habe ich das Konzept Verschwörungstheorie überhaupt richtig verstanden? Weil ich dachte immer, der Verschwörungstheoretiker imaginiert eine machtvolle Elite, welche die Bevölkerung zwecks der Realisierung ökonomischer Interessen manipuliert und steuert. So. Was genau ist das Interesse von Joe Biden, dass der Grand Canyon aus Pappe ist? Bastelt er gerne? Noch viel witziger ist aber eine andere Verschwörungstheorie. Es gibt eine größer werdende Gruppe radikaler Verschwörungstheoretiker in den USA, die sagen, Leute, die Regierung verarscht uns seit Jahrhunderten, alles ist nur halb so groß. Wie geil ist bitte diese Verschwörungstheorie? Wenn ich jemanden treffen würde, der daran glaubt, ich würde die Person aktiv bestärken, weiter daran zu glauben. Ich frage mich auch, wie hat er das rausgefunden? Aber gut, man muss ja gar nicht nach Amerika schauen, um abgespacede Verschwörungstheorien zu finden. Ein Blick in die FDP reicht auch. Weil da glaubt man ja tatsächlich auch an eine unsichtbare Kraft, die, wenn man sie nur gewähren lässt, Wohlstand und Reichtum für alle schafft. Die nennen das freier Markt. Das ist ein ganz esoterisches Konzept. 15% der Deutschen glauben ja hierzulande an eine Verschwörung. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn Corona wirklich eine Verschwörung ist, wie Querdenker ja hierzulande immer wieder behaupten, muss ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht. Weil wie scheiße organisiert ist bitte diese Verschwörung? Ich meine, wie witzig ist es bitte, dass letztens die Krankenkassen gesagt haben, sorry Leute, wir können eine Impfpflicht gar nicht umsetzen, weil wir haben Papiermangel. Wie geil ist das denn? Das müsste doch jeden Querdenker hierzulande beruhigen, oder? Diese absolute Gewissheit, dass Deutschland infrastrukturell gar nicht in der Lage wäre, eine Verschwörung zu organisieren.
Ich meine, wisst ihr, wie viele Anträge man da einreichen muss? Wir haben Personalmangel. Wenn ich auf dem Land auftrete, lädt kicker.de so langsam, ich wünsche mir, dass Bill Gates mich chippt. Die Leute in Sachsen-Anhalt müssen teilweise noch den Dieselgenerator anschmeißen, um in einer NPD-Facebook-Gruppe den Holocaust leugnen zu können. Worst Verschwörung ever! Selbst das Böse scheitert in Deutschland im Zweifel offenbar an sich selbst. Das erinnert mich immer an eine großartig und schreckliche Geschichte, und die ist wahr, die könnt ihr googeln. Es gab mal einen Terroristen, der eine Paketbombe verschicken wollte. Ganz normaler Dienstag. Naja, er hat das auch alles gut zusammengebastelt, die Bombe war scharf, sein einziger Fehler. Er hat zu wenig Porto auf das Paket geklebt. Das Paket kam also zurück. Aber wegen des Retourenstickers hat er wahrscheinlich gedacht, es handelt sich um seine Zalando-Bestellung. Er öffnet das Paket und boom! Die beste aller Verschwörungstheorien fand ich aber neulich in einer Michael-Wendler-Telegram-Gruppe. Rudolf, ungeimpft, sorry, ich weiß nicht, was hier Vor- und Nachname ist, schrieb jedenfalls, Achtung! Bill Gates, es fängt immer so an, Bill Gates, der wegen des erfundenen Klimawandels die Bevölkerung reduzieren will, spritzt uns mit der Corona-Impfung Nanobots in den Körper. Das sind kleine elektronische Teilchen, die dann vom 5G-Netz aktiviert werden und die Venen und Arterien der Geimpften durchschneiden. Ich meine, das ist ja schon unterhaltsam genug, aber ich habe trotzdem zwei kleine Anmerkungen. Erstens, 5G, wann soll das zur Gefahr werden? 2070. Zweitens, Rudolf. Glaubst du wirklich, dass Bill Gates bei seiner neuen Weltbevölkerung ausschließlich auf Ungeimpfte setzt? Ey, also sorry, aber das wäre die beschissenste Arche Noah der Welt. Ich meine, das Gefährliche an Verschwörungstheorien sind gar nicht die Verschwörungstheorien an sich, sondern die daraus resultierenden diskursiven Effekte. Weil man will sich ja intuitiv sofort so radikal wie möglich von Verschwörungstheoretikern abgrenzen, während die einen also glauben, dass Angela Merkel und Olaf Scholz gemeinsam eine Verschwörung organisieren. Angela Merkel und Olaf Scholz gemeinsam eine Verschwörung. Die zwei größten Kiffer, die wir uns jemals ins Kanzleramt gewählt haben. Müssen die anderen die Corona-Pandemie offenbar aktiv verlernen. Weil einige von uns strecken dem Mann am Testzentrum mittlerweile schon lüstern das präferierte Nasenloch entgegen, oder? Auf das einem vom penetrativen Kitzeln in der Nasenhöhle der Unterleib flattert. Und der 2G++-Brunch mit Freunden wird auch nicht selten zur Arena epidemiologischer Schwanzvergleiche. Also ich treffe ja bis heute ausschließlich meine Freundin. Ja, Ruben, ich weiß. Aber das war vor der Pandemie auch schon so. Es ist höchste Zeit, zu einer kritischen Haltung gegenüber staatlichem Handeln zurückzukehren. Das ist in einer Demokratie, die vom Volk ausgeht, schlicht und ergreifend unsere Aufgabe, ganz ohne verschwörungstheoretischen Unsinn. Okay, eine kleine Ausnahme will ich mir selbst schon noch gönnen, denn ehrlicherweise habe auch ich meine eigene kleine Verschwörungstheorie, ich persönlich, ganz subjektiv, glaube nicht, dass Christian Lindner und Friedrich Merz zwei unterschiedliche Personen sind. Vielen Dank.